Also Kaltmiete sind 450 Euro und Gesamtmiete sind 575 Euro. Moin und willkommen zu einem neuen Video. In dem Video gibt es ein Update zu dem, was wir zukünftig machen. Wir quatschen über unsere Arbeit, über unsere Pläne und ja, wie wir halt auch in Zukunft wohnen werden. Und das hat Einfluss auf unsere Arbeit und natürlich auch auf diesen Kanal. Also wenn es euch interessiert, dann bleibt dran. Wir machen hier erstmal den Abwasch und dann müssen wir nochmal ein Bad schneiden. Und dann fahren wir los und erzählen euch während unserer Reise heute durch Portugal, wie es bei uns weitergeht. So, und mit neuem Bad seht ihr auch mein Lächeln wieder. Denn es gibt überhaupt nichts, was irgendwie traurig ist, was sich bei uns ändert, sondern ganz im Gegenteil, es gibt richtig viele schöne Neuerungen und davon wollen wir euch gleich welche erzählen. Ja, jetzt sind wir mittlerweile 2 Jahre, jetzt eigentlich genau, am 24. April 2021 sind wir gestartet. Damals noch nach Mallorca. Genau, und es war wirklich der beste Einstieg im Vollzeit-Vanlife, also es war einfach traumhaft. Aber jetzt nach 2 Jahren merken wir, dass es dann doch irgendwann mal eng wird. Also 10 Quadratmeter zu zweit mit einem Hund ist halt schon ganz schön sportlich. Und das Gesamtpaket ist wunderbar. Wir wachen an den schönsten Orten auf und sehen das, unsere schöne, große, weite Welt. Aber es sind halt auch ein paar Sachen, die uns halt nach 9 Monaten, die wir jetzt nonstop im Van leben, ohne Pause, doch ein bisschen anstrengend sind für uns. Wir haben den Van auch gar nicht eigentlich so richtig ausgebaut danach. Ne? Wir haben keine Dusche, kein Warmwasser, wir haben nur Gaskocher, kein festes Gasfeld. Ich glaube, das sind schon so auch Kleinigkeiten, wo man halt auch, wo es dann halt einfacher sein würde. Aber das ist erschwert so ein bisschen das schon, finde ich. So ein bisschen, also mir fehlt persönlich eine Dusche und warmes Wasser am meisten. Und ich muss auch ehrlich sagen, ihr merkt vielleicht auch, dass manchmal so nicht jeden Sonntag ein neues YouTube-Video kommt, weil wir halt richtig viele Aufgaben momentan haben und unsere Arbeit halt ein bisschen aufgeteilt haben. Und wir sind halt dadurch sehr viel am Arbeiten, sehr viel am Reisen, sehr viel am Organisieren und am Planen. Und das ist halt, ich finde, so Content zu erstellen oder halt auch zu arbeiten, während man auf Reisen ist, das finde ich, ist schon so eine Königsdisziplin. Ich finde das richtig anstrengend teilweise. Vor allen Dingen auch immer neue Stellplätze suchen. Am Anfang ist es ja auch immer voll aufregend und es ist toll, dass man immer wieder an einem anderen Platz ist. Und wenn es einem nicht gefällt, dann kann man weiterreisen. Es ist auch wirklich wunderschön. Aber ich denke, das hat einfach was mit einer Zeit zu tun, dass das irgendwann auch anstrengend ist. Immer wieder neue Stellplätze zu suchen, immer wieder Wasser aufzufüllen. So diese kleinen Aufgaben werden irgendwann auch dann zu großen Aufgaben gefühlt. Und ich glaube, das hat einfach damit zu tun, umso länger man halt in diesem Leben ist, umso anstrengender wird es irgendwann. Am Anfang ist alles aufregend, neu und cool. Ja, und ihr kennt das, jedes Essen ist, also jedes Lieblingsessen hängt einem irgendwann mal halt zum Hals raus, weil man es halt einfach zu oft gegessen hat. Und bevor uns das passiert, haben wir einfach gedacht, wir machen eine klitzekleine Vanlife-Pause. Und genau, das bedeutet natürlich Veränderungen hier für den Kanal und so weiter. Wie das aussieht, darauf kommen wir noch zu sprechen. Wir wollen auch gar nicht meckern, das soll ich gar nicht meckern anhören, sondern wir brauchen jetzt einfach mal eine Veränderung. Ungeschönter Bericht, wie das halt gerade so für uns ist. Und wir sind auch noch ein bisschen im Van unterwegs, also wir brechen jetzt hier auf gar keinen Fall ab. Aber es gibt halt ein paar Änderungen und darüber wollten wir mit euch in dem Video reden. Aber zuerst einmal guckt euch mal diese geile Aussicht. So, hier stehen wir gerade an einer kleinen Bucht in Portugal. Und, du sehr schön, aber ich hatte heute Morgen meine erste Zecke. Meine allererste Zecke in meinem ganzen Leben. Ich hatte noch nie eine Zecke. Es war nur eine Mini-Zecke, aber du kommst halt aus der Stadt, ne? Nicht vom Land wie ich. Ich hatte schon so ein paar Zecken, aber Nusa hat jetzt auch schon 4 mitgebracht, aber keiner hat gebissen. Haben sie immer nur rumgekrabbelt. Alle sind also sie dann von Nusa auf uns gekrabbelt. Und einer hat sich jetzt bei mir festgesetzt. Wir fahren jetzt mal los, wollte ich mal sagen. Und, weil es dauert alles immer so lange. Und es ist, ich sag's euch, abspülen und Bart schneiden, das alles hat jetzt 1,5 Stunden gedauert und werden fertig machen. Deswegen fahren wir jetzt mal los. Wir wollen nämlich noch ein bisschen was sehen, euch ein bisschen was zeigen und quatschen einfach unterwegs weiter. Ja, Wasser ist aufgefüllt und den Müll haben wir auch weggeschmissen. Das heißt, die Hausarbeiten fürs Erste werden erledigt. Wir müssen zwar heute nochmal einkaufen gehen, ein paar Kleinigkeiten, aber zuerst gucken wir uns die Stadt Óbidos an. Das ist eine ganz schön kleine Stadt und hier gibt es einen Stellplatz. Da durften wir uns jetzt hinstellen und auch das Wasser auffüllen, Müll wegschmeißen. Und dafür haben wir 2 Euro gezahlt. Ansonsten ist das Stehen tagsüber hier kostenlos.
Am Abend zahlt man hier ein paar Euro fürs Übernachten, aber wir bleiben nicht hier über Nacht, sondern wir fahren heute nochmal weiter. Und ja, hier stehen wir direkt in so einem Urwald. Nice, oder? Nusa nehmen wir mit, oder? Ja. Das ist Hazel Dazzle. Das ist Hazel Dazzle. Das ist, hört sich ja so hazelnüt, so dänisch an. Da haben wir es. Und wisst ihr, was mich voll aufregt, ist das hier. Espresso. Alle sagen hier Espresso. Espresso. Warum schreibt man denn hier Espresso? Espresso. Espresso, da ist kein X in Espresso. Espresso Macchiato. Boah, Macchiato. Was sagst du, heißt die Rechnung bitte? Ukonto. Na. Konto. Fast. Fast. Noch ein Versuch? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? A conta, por favor. A conto. Ja, und jetzt müssen wir noch sagen, warum Melli glaubt, das zu wissen. Weil Portugiesisch oft, ja, es ist nicht ähnlich, aber ich kann es halt immer vom Italienischen ableiten oder verstehen, ungefähr. Immer so sehr ähnlich. Vor allem vom Sizilianischen, ne? Und auch vom Sizilianischen, ja, stimmt. Ja, irgendwie verstehe ich sehr viel. Mehr als ich dachte. Ich dachte gar nicht, dass ich Portugiesisch so gut verstehe. Ich dachte, das hört sich aber komplett anders an. Aber ich habe jetzt schon mehrmals Wörter gehabt, die ich sehr gut verstanden habe, weil sie auch dem Sizilianischen sehr ähnlich sind. Und? Ey, ich glaube, ich rufe mal kurz meine Mutter an, ne? Kennst du denn noch die Nummer auswendig? Ja, na klar. Die werde ich nie vergessen. Von meiner Mutter, von meiner Oma, da weiß ich Haustelefonnummer. Ey, das klingelt. Das funktioniert. Ist ja geil. Ich dachte, das wäre ein Fake-Ding. Also ich kenne auch noch die Nummer von, aber auch nur die Festnetznummer von meinen Eltern und von meiner Oma. Aber das war es auch schon. Früher, weiß ich nicht so. Und noch die Handynummer von meinem Papa, die kenne ich auch noch. Achso, ich kenne deine Handynummer, kenne ich auch. Deine kenne ich nicht. Oh, siehst du. Aber ich könnte, also früher wusste ich alle Nummern aus, alle. Wirklich von allen Freunden, von, keine Ahnung, überall. Ich hatte bestimmt 30 verschiedene Nummern im Kopf. Aber, ja. Wow, Respekt. Ich kannte, wir haben so oft auch Telefonstreiche irgendwie gemacht aus diesen Dingern. Das war immer super lustig. Mit 10 Pfennig oder 10 Cent, ich weiß nicht mehr. Ich kann mir aber auch nur die Handynummer von meinem Papa merken, weil die schon, die hat er glaube ich schon seit 20 Jahren. Und wir haben uns damals ganz am Anfang ein Handy geteilt. Nokia 400 irgendwas. Und ich durfte das Handy mir teilen mit meinem Papa und deswegen kannte ich natürlich die Nummer. Und die hat immer noch die Telefonnummer, schon 20 Jahre oder so. Krass. Also ich glaube, die hat er noch. Ich glaube, ja. Ja, das Essen, mal kurz ein anderes Thema. Essen war jetzt gut. Wir haben jetzt für 2 Smoothies und Pancakes und ein Bagel 22 Euro bezahlt. Und haben auch ordentlich Trinkgeld gegeben. Auf jeden Fall gehen wir jetzt in die Stadt hier rein und gucken uns das mal an. Es ist halt, wie gesagt, ziemlich klein, aber ich glaube, ziemlich schön. Wow. Wow, ist das schön hier. Ich habe das überhaupt gar nicht erwartet. Es war irgendwie so spontan, dass wir hier vorbei kommen, weil wir dieses Café ehrlich gesagt gesehen haben auf der Karte. Ja, genau. Komm, gucken wir uns mal an. Das ist so schön. Wir machen jetzt mal so eine Runde und dann kann man glaube ich auch da hoch ein bisschen auf die Burg und vielleicht so eine Aussicht haben. Oh ja. Das Besondere an Óbidos ist auf jeden Fall, und das sind keine Fake News, dass es von so einer Stadtmauer umgeben ist, die man noch komplett belaufen kann. Und von hier oben hat man eine schöne Aussicht auf die Umgebung.
Boah, also das hier ist schon sehr abenteuerlich, oder? Da geht's schon ein bisschen runter. Ja. Nusa mag das hier. Nusas Song wäre I'm on the edge, I'm glory. Woo! Sie läuft nämlich immer an den Kanten rum und mag diesen Nervenkitzel. Melli mag das gar nicht so, gell? Also mir macht das nichts aus. Und ich mag das nicht, wenn Nusa da so an den Kanten rumläuft. Weil ich weiß nicht, wie sehr sie das checkt, dass sie da sich verletzen kann, wenn sie stürzt. Ich weiß es nicht. Nusa, weißt du das? Also haben die da, ich denke schon, oder? Sonst wird sie ja schon. Also sie springt da ja auch nicht runter. Aber ich weiß es nicht genau. Ich glaube, die checken das. Ich glaube auch. Was für ein Abenteuer. Echt schöne Aussicht hier oben. Da ist unser Camper. See. Mehr oder weniger. Also okay. Da ist der Campingplatz. Okay. Ich sehe ihn auch, ja. Hinter den Bäumen. Ja, ist doch ein längerer Weg zurück zum Camper, weil es hier so viel zu sehen gibt. Ja, aber das ist etwas, was wir am Reisen halt auch total lieben. Diese Orte, die wir halt einfach entdecken, diese Abenteuer, die wir so dann dadurch halt auch machen. Finde ich schon ganz schön. Das wird auf jeden Fall dann auch fehlen, wenn man länger an einem Ort ist. Ja. Das mal gucken, wie sich das anfühlt. Genau. Wir hatten ja euch ja erzählt, dass es so ein bisschen beim Lebensstil ein paar Herausforderungen gibt, ne? Haben wir euch ja vorhin gesagt. Und es gibt natürlich auch so, ja, in der Beziehung dann halt auch ein paar Herausforderungen, wenn man halt nur auf 10 Quadratmeter lebt und eigentlich nur sich selbst hat und Freunde super weit weg sind, haut man sich manchmal auch die Köpfe ein. Und ja, um auch unsere Beziehung da ein bisschen zu schonen und ja auch nicht kaputt zu machen, haben wir uns dann halt einfach überlegt, was wir denn ja mit unserem Leben sonst jetzt noch so anstellen. Und aber jetzt gehen wir erstmal, wie versprochen, ans Auto und dann erzählen wir euch da auch mehr. Ja, also Nusa hat sich ja mal, würde ich mal sagen, den besten Platz hier gekrallt. Sie ist, ne? Fertig. Also kaum im Van angekommen, schön was getrunken und sich erstmal schön hingelegt. Also perfektes Leben für den Hund. Also ich muss ja auch kein Geld verdienen, ne? Also von daher hat sie da auch ein bisschen weniger Druck, würde ich sagen. Das Reisen ist nämlich auch, ja, für uns mega, mega spannend und total schön, aber es ist natürlich auch unsere Arbeit geworden. Ne? Genau, wir verbringen sehr viel Zeit mit Filmen und euch mitzunehmen. Sowohl auf YouTube als auch auf Instagram und wir verdienen damit auch unser Geld und damit können wir uns auch unser Lebensunterhalt ja, finanzieren. Aber es reicht noch nicht ganz aus, um weitere Pläne zu machen oder um uns irgendwas zur Seite zu legen. Genau, also ihr habt ja sicherlich das Video gesehen, wie viel wir im letzten Jahr verdient haben und da kam natürlich ein Defizit bei raus, das heißt, wir haben mehr ausgegeben, wie wir eingenommen haben, was für ein Jahr okay wäre. Oder okay war, aber jetzt im nächsten Jahr ja, würde das uns das Genick brechen, sage ich mal. Deswegen ja, müssen wir natürlich gucken, wie können wir weiterhin Geld verdienen, um ja auch unabhängig unsere Träume erfüllen zu können. Und da haben wir uns ein paar Sachen überlegt. Es wird natürlich ein paar Änderungen hier auf dem YouTube-Kanal geben. Und wir wollen aber trotzdem den YouTube-Kanal weiterhin behalten und werden da auch immer wieder mal Videos rausbringen. Allerdings nicht nur im Vanlife-Stil, oder? Nee, weil... Sollen wir es jetzt schon verraten, was wir jetzt vorhaben? Ja, können wir machen. Nee, können wir machen. Ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Wir hatten euch ja schon mal erzählt, dass wir ein Tiny House eigentlich uns kaufen wollten. Und wir haben auch lange gesucht nach Grundstücken, weil wir wollten ja ein Grundstück eher pachten und nicht kaufen, weil wir nicht wussten, wo wir hin wollen und auf, ja, halt nur auf Dauer halt irgendwo bleiben wollten, auf Zeit irgendwo bleiben wollten, so. Aber ja, daher, dass wir jetzt auch nicht unbedingt einen Kredit aufnehmen wollen, haben wir uns überlegt, dass wir das mit dem Tiny House etwas nach hinten schieben und wir uns dafür entschieden haben, doch eher eine Wohnung zu beziehen. Melli hat da was wirklich Wunderschönes gefunden. Aber wir haben noch nicht die Zusage. Wir haben noch keine Zusage, aber ja, es wäre halt wirklich perfekt. Es wäre nah an der Stadt, es wäre trotzdem auf dem Land, es wäre Platz für uns, für unseren Van und es wäre halt auch nicht so teuer. Und von da aus, ja, glauben wir, wäre das ganz schön, weil
wir dann halt auch so eine Waage hätten. Also wir hätten eine Base, wo wir wissen, da ist unser Zuhause, da können wir mal die Akkus aufladen und dann können wir auch mal wieder weiterreisen. Also dann kann man immer noch für 2-3 Monate irgendwann mal nach Schweden fahren oder wohin auch immer. Aber man hat halt eine Base und man ist nicht 12 Monate im Jahr unterwegs und schläft mal im Sommer bei den Eltern auf der Couch. Genau, David träumt ja davon, auch Kaffeeschulungen zu geben und das ist im Van halt schon auch ein bisschen anstrengend oder ein bisschen schwierig, weil es doch sehr klein ist. David kann nicht mal richtig stehen hier im Van und deswegen wäre natürlich da sowas halt auch perfekt, um halt dann diesen Traum uns zu ermöglichen, vielleicht auch ja, ab und zu mal auch in einem Café zu arbeiten, weil wir dann natürlich auch immer drin bleiben wollen und uns das auch sehr viel Spaß macht. David hat jetzt auch was Cooles vor genau. im Sommer. Wir hatten ja mit unseren zwei Schweizer Freunden ganz viele tolle Gespräche und die hatten uns den Tipp gegeben, in der Schweiz doch einfach mal in ein paar Cafés nachzufragen. Und ich habe mal geguckt, dieses kleine Land hat 60 Spezialitäten-Cafés, und, die ich gefunden habe. Vielleicht gibt es noch viel mehr und da habe ich mich jetzt bei 60 beworben. Und mal gucken. Auf selbst, wie nennt man das dann? Auf freiberuflicher Basis. Genau, freiberuflich. Dann kann man das auch mal 4 Wochen oder sowas machen als Aushilfe, wenn manche im Urlaub sind. Wir lernen was dazu. Genau, man ist halt in der Kaffeeszene. Das fehlt mir nämlich teilweise so mit YouTube so ein bisschen, das Reisen und Arbeiten. Das ist, ich habe ja keinen Kontakt zu anderen YouTubern oder zu anderen Kaffeeliebhabern, außer ich sitze selbst gerade in einem Kaffee. Aber ich würde so gerne mal wieder selbst in einer Maschine stehen und so gerne mal selbst einfach, ja, mit Menschen wieder zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist dann ganz cool, weil dann haben wir eine richtig schöne Mischung. Was aber auf jeden Fall bleibt, ist, dass wir immer wieder das machen, was uns Spaß macht. Also wenn uns dann halt einfach die Wohnung ja zu groß wird, dann gehen wir wieder in den Van und können einfach dann für ein paar Monate, Wochen, wann auch immer, wie auch immer, weiterhin verreisen, weil der Van bleibt bestehen und wir ja, wollen auf jeden Fall uns das Reisen nicht nehmen lassen. Und deswegen machen wir das auf jeden Fall auch noch weiter. Korrekt, so sieht's aus. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, viel gelabert. Wir lassen erstmal weiterfahren. Angekommen! Auf dem kostenlosen Campingplatz. Voll cool, dass es hier sowas gibt. Wir müssen noch das Mikro oben drauf setzen, das ist die Soundqualität, die ganze Scheiße. Aber so kann man das doch hören, so nah, oder? Wenn man so nah redet. Ach, Freunde, wir setzen uns mal kurz drauf und dann quatschen wir noch mal ein bisschen. So, dann sind wir angekommen. Auf einem kostenlosen Campingstellplatz, wie Melli gerade schon gesagt hat. In Thomas. Es war früher irgendwie mal ein kostenpflichtiger, ne? Ich weiß es nicht, deswegen habe ich mich gewundert. Aber wir gucken uns Thomas heute nicht mehr an. Das wir haben jetzt schon 7 Uhr oder so, ne? Das seht ihr dann im nächsten Video. Ich wollte das Video auch gar nicht so lange machen. 8 Minuten habe ich gesagt, 9, vielleicht 10, vielleicht 12 Minuten. Mal gucken, wie lang dieses Video hier wird. Aber das seht ihr dann alles im nächsten Video, ne? Schaltet mal schön wieder ein. Zusammenfassend bleibt hier zu sagen, es wird sich auf unserem YouTube-Kanal ein bisschen was verändern. Es werden auch andere Formen von Videos kommen. Ich hoffe, da habt ihr Bock drauf. Falls nicht, sorry. Aber ja, wir haben uns so ein paar Ideen im Kopf und die müssen wir einfach ausleben. So ist das einfach bei uns. Also es wird auf jeden Fall spannend sein. Wir haben halt auch irgendwie Lust, ein bisschen kreativer auch wieder zu sein. Und wir haben so das Gefühl, Vanlife ist super schön, uns gefällt das Gesamtpaket, aber manchmal ist es halt auch so ein bisschen langweilig. Ja, irgendwie hat man dann irgendwie dann alles auch so in YouTube-Videos reingepackt und dann fehlt einem auch irgendwie die Kreativität. Aber wir sind ja sowieso so, dass wir immer jede 2 Jahre was Neues brauchen und jetzt ist es wieder 2 Jahre, wo wir halt Vollzeit Vanlife machen und jetzt kommt wieder was Neues in unserem Leben. Ja. Also seit wir zusammen sind, und das sind jetzt bald 8 Jahre, haben wir alle 2 Jahre immer wieder was Neues gemacht. Die ersten 2 Jahre haben wir in Deutschland gelebt, dann sind wir 2 Jahre knapp auf Weltreise gewesen, dann haben wir 2 Jahre in Mannheim gelebt und gearbeitet und jetzt sind wir 2 Jahre mit dem Van unterwegs. Ja, und jetzt brauchen wir wieder was Neues. Jetzt kommt wieder was Neues. Und ich glaube auch, dass wir dann halt einfach auch wieder ja, so ein bisschen kreativer einfach werden. Weil manchmal weiß ich auch gar nicht, wie soll ich noch so eine Story erzählen, wie soll ich das filmen und so weiter. Und alles irgendwie schon ausgelutscht. Also für mich, ne? Nur jetzt auf mich bezogen. Nicht auf euch. Ich glaube, wir brauchen einfach was Neues, weil manchmal ist es so, wenn man selbst sich nicht mehr in diesem Ding dann so 100% wohlfühlt, dann fehlt einfach einem die Kreativität. Das wollen wir einfach nur damit sagen. Genau. Und jetzt reicht's, weil jetzt haben wir schon genug gequatscht. Genau. So, und wir verabschieden uns und ich zeige euch jetzt nochmal hier
einen wunderschönen Stellplatz und dann gibt es auch noch was zu essen. Sehr vielen Campern, aber es ist irgendwie so eine coole Atmosphäre. Ja, ist irgendwie nice. Alle sitzen draußen. Und essen so ein Trinken Weinchen. Und ich habe auch Hunger. Oh ja, ich auch. Also, macht's gut, bis bald. Tschö. Und wer bist du, süße Maus? Und wer bist du, süße Maus? Ich heiße Nusa und ich muss ganz dringend Kacke. Mach das Ding aus. Geh mit mir raus.